Okay, ich würde erstmal fragen, Volt wirbt ja damit, dass es ein gesamteuropäisches Konzept gibt. Was heißt das Konzept konkret? Also ganz konkret, gesamteuropäisch bedeutet, wir haben uns als europäische Bewegung, als europäische Partei gegründet, von Anfang an europäisch gedacht und dementsprechend haben wir andere Lösungsansätze als die nationalen Parteien, weil wir die nationale Brille ablegen und das Ganze mit dem Hintergrund sehen, was macht Sinn für Europa, was ergibt Sinn für die Bürgerinnen und Bürger Europas. Man kann sehr einfach bei uns mitmachen und unsere Positionen sind eben pragmatische Lösungsansätze für die Herausforderungen. Wir fühlen uns keiner bisherigen Ideologie verpflichtet. Das heißt, wir können wirklich uns darauf konzentrieren, was ergibt Sinn bei einem bestimmten Problem. Genau, da würde ich jetzt auch gerne nochmal drauf eingehen. Also die Verortung der Partei, ist sie eher links, liberal, demokratisch, grün? Ja, wir verzichten darauf, uns irgendwo einzuordnen, weil diese Einordnung bedeutet in verschiedenen Ländern verschiedene Dinge. Und dementsprechend, wer unser Programm anguckt, die können uns dann gerne selbst verordnen, aber wir selbst möchten uns ungern ein Etikett geben. Jedes Land hat ja vielleicht auch unterschiedliche Voraussetzungen oder Schwierigkeiten. Also die großen Herausforderungen, vor denen wir gerade stehen, die sind international und die gehen uns alle an. Und dementsprechend müssen wir da auch gesamteuropäisch rangehen. Wie zum Beispiel effektiv etwas gegen den Klimawandel zu tun oder die Migration human, aber auch fair zu gestalten. Und ich denke, wir wünschen uns alle, dass Unternehmen in Europa auch gerecht besteuert werden, sodass sie tatsächlich Steuern zahlen, wie die Handwerksbetriebe hier in der Stadt auch. Und wie organisiert sich so eine gesamteuropäische Partei? Das stelle ich mir nicht so einfach vor. Ja, richtig. Also zum Glück gibt es das Internet und die digitalen Möglichkeiten. Also wir haben eine Plattform, über die wir diskutieren können, aber auch geteilte Dokumente, mit denen wir zusammenarbeiten können. Aber auch gemeinsame Telefonkonferenzen spielen eine große Rolle. Und wenn wir es können, dann machen wir es so wie hier heute, dass wir zusammenkommen und uns auch persönlich zusammen für unsere Sache einsetzen. Was sind so die Erwartungen zu der Europawahl? Also bezüglich erstmal der Wahlbeteiligung allgemein. Hast du das Gefühl, dass das mehr wird, also die Wahlbeteiligung höher wird dieses Jahr? Also dieses Jahr bin ich ein bisschen voreingenommen, weil ich mich sehr, sehr viel mit der Europawahl beschäftige. Aber ich hoffe doch, dass wir mindestens die 50%-Marke an Wahlbeteiligung knacken werden. Und bei uns, wir hoffen natürlich sehr, dass wir den Einzug auf Anhieb schaffen, was eine immense Leistung wäre, weil wir eben erst vor zwei Jahren gegründet wurden und in der Zeit es schon geschafft haben, ein komplettes Wahlprogramm auf die Beine zu stellen und das abgestimmt mit Aktiven aus allen 30 Ländern, in denen Volt aktiv ist. Und wir hoffen, dass es mit dem Wahleinzug klappt, aber wir sind sehr optimistisch. Und was sind genau die Schwerpunkte von Volt? Hast du auch schon ein bisschen angesprochen, vielleicht nochmal? Ja, also zu den Schwerpunkten von Volt. Ganz oben steht für uns die Reform der EU, sodass das Parlament wirklich ein Parlament der Bürgerinnen und Bürger wird, dass unsere Interessen dort vertreten werden können. Und nur mit einer gemeinsamen Grundlage können wir dann die dringenden Themen angehen, an denen die nationalen Parteien bisher gescheitert sind. Und da sind natürlich der Klimawandel, die Migration, aber auch Steuergerechtigkeit große Themen. Wie stehen Sie denn zu anderen paneuropäischen Parteien? Wir freuen uns sehr, dass es weitere Bündnisse gibt, die in ganz Europa auftreten. Und wir würden uns natürlich sehr wünschen, dass es in Zukunft noch mehr paneuropäische Parteien gibt. Also wir sind jetzt die erste, die sich gesamteuropäisch gegründet hat. Und wir hoffen auf Nachahmer, denn nur mit einer gesamteuropäischen Perspektive kann dann auch wirklich europäische Politik gemacht werden. Horvath von Democracy in Europe Movement 2025 meinte im Interview mit einem Kollegen von mir, dass es auch mal Gespräche mit Volt gab. Haben Sie mit dem Gedanken gespielt, sich mit denen zusammenzutun? Auf lokaler Ebene stehen wir in Austausch mit anderen Parteien und arbeiten da auch gerne zusammen. Aber in den Positionen unterscheiden wir uns dann doch teilweise in einigen Punkten sehr. Und außerdem verfolgen wir nicht den Ansatz, dass wir einzelne Politgrößen nach vorne stellen, sondern wir möchten die Bewegung als Ganzes, die Graswurzelbewegung als Ganzes in den Vordergrund stellen. Und das verträgt sich dann nicht immer ganz gut.